Die Wettershow. Apropos Launen, das Wetter ist auch ganz schön launisch, muss man tatsächlich sagen, heute am Freitag, kurz vorm Wochenende. Bad St. Leonhard ist hier mit dabei, sehr schöne Bilder, auch wieder mal sehr verschneit hier in Heiligenblut. Und der Schnee, der kommt jetzt wirklich rund auf bis zu 600 Meter, wir sind schon äußerst gespannt. Es wird ja auch leider ein ziemlich kaltes Wochenende, bis zu minus 4 Grad könnten da vor allem beim Westen her drinnen sein, das ist dann schon ziemlich frisch, oder? Kaprun ebenfalls hier zu sehen, genauso wie verschneite Bilder hier aus Mariaalm, wie Sie auch hier erkennen können, zumindest ein bisschen. Schnee, der hier liegt. Und zu guter Letzt haben wir auch noch den Rennweg mit dabei und auch ein Rennweg hier von unserer Wettercam natürlich aufgezeigt. Also Wettercam ist übrigens in ganz Österreich für Sie platziert, um Ihnen den bestmöglichen Eindruck hier zu vermitteln, was sich so in Österreich tut. Und zu Österreich kommen wir gleich noch. Wir starten vorher allerdings mit der Großwetterlage in Europa. Und in Europa sehen Sie schon zumindest sehr angenehm hier in Madrid bei 16 Grad, aber sogar Regen in Rom bei 17 Grad und dann wirklich ziemlich ausgeglichen, nämlich ziemlich kalt überall. Paris bei 8 Grad, 6 Grad sogar nur hier in Berlin und 8 Grad auch nur in Wien. Also ich befürchte, das war es jetzt wirklich mit den äußersten milden Temperaturen. Die Österreich-Karte verrät es auch, um die 7 Grad, also einstellig sind wir heute auf jeden Fall und das eigentlich so gut wie in ganz Österreich. Regen fast auch überall ein bisschen mit dabei, zumindest immer wieder mal im Verlauf des Tages, in Salzburg zum Beispiel, in Liezen. Trocken sollte es noch bleiben in Klagenfurt und in Graz, aber wie gesagt, also so richtig in Schwitzen wird heute keiner kommen. Die nächsten 24 Stunden für Sie, für den Westen, auch hier eher unangenehm, muss man sagen, sehr bewölkt das Ganze, 8 Grad Ihre Maximalwerte und der Regenschirm muss eben auch mitgenommen werden. Den brauchen wir übrigens auch hier im Osten immer wieder mal ein bisschen unbeständig, bis dann die Sonne doch durchkommt, aber mehr als 7 Grad ist da eben da auch nicht mit drinnen. Die nächsten 7 Tage, morgen, naja, muss man sagen, schauen Sie sich mal diese Minusgrade an im Westen, minus 4 Grad in der Nacht auf Sonntag, also das ist schon sehr kalt, auch wenn die Sonne dann im Tagesverlauf wieder herauskommt. Im Osten auch 0 Grad hier nur. Hier zum Beispiel in den Abendstunden und 5 Grad, 7 Grad. Also naja, Winterjacke bitte definitiv sollten Sie noch keine haben. Auf jeden Fall eine Besorgung, jetzt werden Sie die benötigen. So viel von der aktuellen Wetterlage. Wir gehen jetzt in eine ganz kurze Pause, sind aber sofort wieder zurück.